Sollen wir wieder nach Valota fahren und dann da wo wir eben 120 gepackt haben, nehmen wir die dahin und schleppt was darüber. Können wir machen, ja? Hast du die dabei, die Mine? Ich hab die dabei. Ich muss Auf einmal hier geht's. noch die schöne Base filmen, so, was wir erreicht haben in dem Spiel. So, nimm mal wieder same Base. War schön mit dir. Oh, du fährst, ist klar. Und los geht's, Freunde, los geht's. Typisch wäre, dass wir jetzt auf dem Weg dahin schon sterben. Passiert gleich halt einfach gar nichts. Ich hoffe, dass Oder dass du schnell drüber fährst. Ich hoffe, dass ich 100 Meter in die Luft fliege. Das könnte recht sein, wenn ich da mit 100 drüber fahre. Wenn die Verzögerung hat, die Explosion. Das ist halt die Frage, ne? Ja, das sieht auch trotzdem sick aus, weil du dann von der Mine oder eine Mine gedodged hast. Ich glaub's aber nicht. Ich glaube, du wirst erst tot sein, dann kommt die Explosion. Das ist so typisch Armer. Wir können natürlich auch einen Berg runterfahren. Ja. Mine ist sicker so. Ja, aber drei. Hier links oder rechts? Rechts, dann wird die Brücke. Ja, Rückwärtsgang, Moment. Ach, muss er W drücken, Alter. Das ist so. Komm, mach mal rein, drück W, fahr jetzt, ey. FWTF! Der. Der hat die übelsten Probleme bei diesem Berg. Hast du die Kiste mal angeguckt? Ja, der kann doch ein bisschen ziehen hier, die Karre, Alter. Schrittig, ja. Das ist im grünen Bereich. Herre, die fährt sich ja butterweich. Das ist ja schon für ein Bad, du hast ja selber schon so ein Weihnachtsbad. Wächst der auch die ganze Zeit? Ja, ist. Ich meine, der backt ja schon durch deine Maske durch, also. Glazen, die Windschutzscheibe! Was? Ich sag doch auf dem Weg dahin, verrecken die. Ja, die Windschutzscheibe ist am Arsch, Mann. Die braucht man. Hä, WTF? Das hat doch nicht mal die Scheibe berührt. Vor allem. Es gibt doch gar keine Windschutzscheibe, was machen wir denn dann jetzt? EPA-Skids oder wie das heißt, bestimmt, ey. Mit Haarschutzkleber. Hä, brauchst keine Windschutzscheibe, die besser kann man kriegen, besser sehen, wie du das längst, Alter. Jetzt mach mal keinen Scheiß hier, ey. Ja, ja, ist ja gut, ich wollte ein bisschen racen. Gibt's ja eigentlich schon einen umständlicheren Weg als. Komm, Scheide runter und EPA-Skids jetzt. Müsste da hinten doch eigentlich schon gehen, oder? Das Auto hier gleich hinstellen. Ich fahr dann wieder bis hier zurück. Nach hinten auf den geraden Weg, dann kannst du da. Dann kannst du auf den Tower gehen vom Balota Airfield oder so. Ist auch safe vor Zombies, falls da welche ankommen. Wo meinst du jetzt irgendwann die Minen? Da neben den Tower vom Balota Airfield. Kannst du da hochgehen, hast du gute View. Ich fahr zurück und dann geht's gut gebuttert. Ah, hier jetzt gleich. Du siehst ja den Tower rechts, da links so daneben. Aber halt vorher an, halt am besten hier schon ab. Okay, nice, erstmal aufmachen und aussteigen, hast du das gehört? Kannst du da oben in den Tower reingehen? Ich denke mal, es ist ja weit genug weg, da wirst du ja wohl nicht sterben. Wäre krass, wenn ich da sterben würde. Du hast mal schon eine Ego-Perspektive an. Hallo? Ja. Ich hoffe, der baut jetzt nicht dahinter. Ne, okay. Ob die jetzt schon aktiviert ist? Weiß es nicht.
Ich hab Aufstellen gedrückt. Ich denk mal, die ist aktiviert. Ich werd's sehen. Wenn nicht, passiert vielleicht einfach gar nichts, wenn ich drüber fahre. Soll ich die Türen aufmachen? Vielleicht fetzen die dann weg. Ich mach alles auf, komm, ey. Ja. Vielleicht flieg ich dann auch raus, ey. Das wird jetzt krass. Wieso ist eigentlich die scheiß Windschutzscheibe kaputt? Mann, weil du zu dumm bist, um hier so rumzufahren. Rückwärtsgang ist drin, das ist sehr gut. Alter! Bleib mal nicht schön. Ich würde kein Fernglas, deswegen muss ich ja, du kannst ja gleich heranziehen, ich fliege ja direkt auf deiner Höhe. Warte mal, bevor du fährst, oder? Okay, ich glaube, das ist weit genug. Ja, warte mal, warte mal. Aber da kann ich losfahren können, ich bin schon bereit, ja. Eisen durchzudrücken, glaub mir. Ja, glaub ich dir. So, da kann's jetzt. Okay, erstmal die Drehzahl 100 Millionen. Okay, das geht's. Hinten kommt er. Hä? Bist du nach oben? Ja, jetzt bin ich wieder oben. Ja. Fährst du von der anderen Seite? Ich fahr mal langsam mal drüber. Ja, wo ist denn die Mine? Ich seh die gar nicht. Warte, die ist. Danke, die ist. Hier. Okay. Moment, da muss ich mal kurz auf den Grund gehen. Ist der drüber gefahren? Ja, ja. Die ist. Warte, stell mich jetzt mal drauf. Vielleicht ist die noch nicht aktiviert oder so. Nein, ich fahr mal rückwärts drauf. Hier ist die. Ah, jetzt siehst du, Alter, wie klein die ist. Da muss halt da drüber laufen. Weiß nicht. Ich stand eben aus, mal gucken, was passiert. Bist du tot oder lebst du noch? Ich bin tot. Ich hab doch gesehen, wie ich zusammengesackt bin. Wir wollen mal kurz hin. Ich glaube, das hat gar nichts abbekommen. Ich guck's mir jetzt eben kurz an. Das war ja mega scheiße. So. Ja, wie sitzt du hier einfach nur, Alter? Was ist mit dir? Was weiß ich. Das Auto mal kurz gucken. Einsteigen. Motor starten. Auf geht's. Okay. Warte kurz, guck mal, ob die Karre irgendwas kaputt hat. Bei der Karre, der geht's. Warte, guck mal kurz die Reifen, weil die waren in der Nähe von den Reifen. Bei der Karre geht's, Marke los, so. Da ist alles im grünen Bereich. Ich verarsche, wie sah das denn aus? Das sah mega low, das sah aus wie so ein D-Böller, Alter. Das war richtig low. Doch, das sah richtig low aus.